Hallo meine Lieben, und reden wir nicht lange, sondern fangen wir gleich an und bauen schon mal den Turm, dass ich den dann auch schon mal lackieren kann. Ja, also ich vermute, ich werde man gleich lackieren. Wir werden uns jetzt erstmal um den Turm kümmern. Lass uns mal schauen. Hiermit fängt es ja an. Also den Turret, das ist der hier. Den trennen wir da erstmal raus. Ich muss gerade mal auf den Kamerawinkel schauen. Ja, das sieht gut aus. Kamerawinkel passt. Wie ich das schon angekündigt habe, ich baue ja eigentlich nur die 1-72er. Und wie gesagt, bei ihm mache ich dann auch den Used Look. Ich werde ihn also nicht als brandneuen Panzer darstellen, sondern schon als Anführungszeichen gebraucht und im Kampf gewesen. Hier arbeite ich jetzt ein bisschen mit Sandpapier, um die kleinen Unfeinheiten an den Seiten auszumerzen. Oh ja, das fühlt sich richtig gut an, das Material. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil das eben halt unter 10 Euro gekostet hat. Da habe ich auch erstmal so gedacht, kann das was sein? Aber es scheint definitiv, also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, auch über die Qualität. Man sieht ja auch die Schweißnähte. Da will ich auch ein bisschen mit Silber und Rost hervorheben. Das ist jedenfalls meine Grundidee. Ist auch das erste Aging, was ich versuchen werde. Ich will mal schauen, ob mir das auch gelingt. Ich muss ja noch einen YouTube-Kanal erstellen erstmal. Das habe ich ja in einem anderen Video auch schon mal gesagt. Ich habe noch keinen wirklichen YouTube-Kanal erstellt. Aber guckt euch das mal an. Absolut erste Sahne. Da kannst du nichts sagen. Also das ist Top-Qualität. So, jetzt brauchen wir die Frontplatte. Oder Platte. Das ist die hier. Wir haben auch die Nummern drauf. 48. Und das ist die 48. Allerdings ist hier auch noch keine Farbe erwähnt. Das heißt, man soll es erst zusammenbauen und dann lackieren. Also ich glaube, von dem Hersteller werde ich mir definitiv noch mehr Modelle holen in den nächsten Monaten. Hier muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier nicht diese kleinen Erhöhungen wegpfeile, sondern nur das überdrüssige Plastik an den Seiten. Ich muss ja noch ein paar Fotos machen für meine Webseite, beziehungsweise für das Forum. Ja, schön weggefeilt. Mit dem Sandpapier eigentlich bräuchte man noch eine Pfeile. Leider habe ich noch keine. Die wird auch noch gekauft. Ich werde mir nachher noch mal ein paar Bilder im Internet angucken, welche Versionen oder Optiken es vom Tiger selbst gab. Aber ich glaube, ich würde ihn eher grau halten. Also die Standardfarbe bei World of Tanks. Ich glaube, ich werde ihm keine wirkliche Tarnfarbe geben. Erstmal nicht. Weil ich ihn ja agen lassen will, also ich möchte ihn ja genutzt aussehen lassen. Weil ehe ich mich wieder an die größeren Modelle wage, will ich erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, was das Aging angeht. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und ihr wisst, je genauer man arbeitet, desto mehr hat man davon. Da das so kleine Teile sind, müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Material abtragen. Wir haben es auch gesagt, die müssen wir reinpressen. Ein bisschen Druck, denke ich. Aber das sollten wir hinkriegen. Aber das ist schon mal sehr, sehr top, also sehr gut verarbeitet. Und obendrauf C36 sollen... Eine von diesen Griffen, denke ich mal. Ja, heißt das so, Griffe? Ja. Dann machen wir das mal. Das ist auch wieder sehr finigrane Arbeit. Die Schaufeln und so, die werde ich einzeln lackieren. Die werde ich natürlich nicht mit dem Airbrush bearbeiten. Das mache ich
Mit meinem Pinsel, der Pinsel Z und mit logischerweise den Acrylfarben, beziehungsweise den Aquacolorfarben. So, entschuldige ein bisschen, ich bin total aufgeregt, weil ich mich gerade sehr freue, dass das doch ein so schönes Modell ist. Dass man hier eigentlich gar nicht großartig meckern kann. Ich versuche dann das Video auch so schnell wie möglich online zu stellen. Das hätten wir. Jetzt wird es interessant. Jetzt hole ich mir nämlich kurz mal die Pinzette und auch schon mal ein bisschen Kleber. Okay, ich habe den Kleber eigentlich hier hingestellt. Ich habe schon die Acrylfarben. Aber bei meiner geistigen Verwirrung, ob ich den. Ah, ja, ich. Ja. Wie ich schon sagte, geistige Verwirrung, da steht der Kleber. Jetzt ist es nämlich die Aufgabe, das kleine Teil hier drauf zu bauen. Here we go. Vielleicht kann ich es erstmal reinstecken und dann kleben, ehe ich mit Kleber arbeite. Dann kann ich es vielleicht sogar von unten aufkleben. Das ist sehr filigran. Das ist auch gerade nicht die beste Pinzette, wie ich sehe. Ich hätte mal. Wartet mal, Leute. Fällt mir gerade ein. Wo ist. Ich hatte so eine ganz spezielle gehabt. Jetzt ist die Frage: Wo sind schon wieder meine. Ich hatte hier so ein. Genau, wo ist eigentlich mein Werkzeugkit hin? Da hatte ich eine ganz spezielle Pinzette drin. Ob ich denn das schon wieder hinverbracht habe. In meiner geistigen Umnachtung. Eine gute Frage, ne? Wo habe ich das hingemacht? Memo an mich selbst, nächstes Mal das Material suchen. Das wird auch so funktionieren, Freunde. Das wird auch so funktionieren. Das ist halt wirklich sehr vinikron. Ziemliche Waschfinger. Okay, ich sollte mir vielleicht nochmal so eine kleinen Bohrer besorgen. Ich hatte auch mal einen Bohrer gehabt. Oh je. Aber der ist interessanterweise auch weg. Also ich hätte einen kleinen Holzbohrer gehabt. Ich versuche es ein bisschen auszufräsen mit dem Cutmesser. Damit man ein bisschen Halt bekommt. Auch nicht zu viel. Nicht, dass da zu viel Plastik abgetragen wird. Ich glaube, ich sollte euch vielleicht das nächste Mal ein bisschen näher holen, wenn ich so feine Arbeiten ausführe. Okay. Das ist tricky. Man kann ja auch nicht. Man kann jetzt leider auch nicht so wirklich so viel Druck aufbauen. Doch jetzt. Jetzt hat er verloren. Jetzt habe ich es hier reingedrückt. Jetzt hat er verloren. Jetzt haben wir ihn. Und ich werde jetzt auf der Innenseite den Plastikkleber anbringen, so dass wir dann ganz easy, ja, von innen kleben können.